hallo, servus, grüß Gott und einen schönen guten Tag, liebe Freunde, wieder zugeschaltet, dass ihr wieder zugeschaltet habt zu einer neuen Folge im Auftrag des Königs. Ja, ich hatte mal eine kleine Exkursion gemacht in der letzten Folge und bin dann hier noch auf die Giftlager und einige anderen Kreaturen gestoßen, wollte eigentlich Richtung Schatz, aber das habt ihr ja bestimmt gesehen. Jetzt folgendes. Ich werde mich mal wieder zur Hafenstadt begeben, weil es geht ja um die Diebesgilde, bei denen ich noch mehr herausfinden muss. Doch vergewissern wir uns nochmal ganz genau, und zwar gucken wir uns nochmal an. Also Wambo und ich vereinbarten uns immer abends um 20 Uhr in der Höhle der Stadt, vor der Stadt, wo das Teleporter-Teil da ist in der Höhle. Und jetzt gibt es hier noch einen wichtigen Eintrag. Auch muss deren Spitzel entlarvt werden. Ich sollte also nochmal mit Nagur reden. Ja, und die Neuigkeiten werde ich dann später, wenn ich Neuigkeiten von Nagur höre, diese dann an Wambo weiterleiten. Jetzt gehen wir mal runter in die Kanalisation. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Tag gehabt. Hier ist es sonnig. Und stopp. Hier gehen wir mal. Oh, Hotel Hanna. Ist gut. Zappalot nochmal, zappelt die Kamera. Moment. Roland, du musst eine andere Kluft anziehen. Sonst gibt es Klitsche. Was haben wir denn hier? Verstärkte Leiche Drachen. Hier machen wir hier mal wieder so. Hier so eine lustige Crawler-Plattenrüstung. Die sieht irgendwie scharf aus. Kann man sich auch selber bauen. Schildkrötenpanzerplatten. Ja, früher hat man sich aus Schildkrötenrücken Panzer sowas gebastelt. Wer bist denn du? Du bist Mickey. Mike. Hey. Hallo, grüß dich. Okay, der hat noch nix. Yep. Jetzt müsste man wissen, wo der Nagur da ist. Ja, nee, das ist Rengaro. Hey, du! Hä? Der kann mir Geschick beibringen. Wo soll denn jetzt Nagur sein? Schlafen tut er nicht, sitzen tut er nicht, nirgendwo. Ist er denn woanders? So, hier gibt es ja noch einen Seitenraum, der müsste hier irgendwo... Ja, da steht ne. Oh. Gut, dass du kommst. Wir haben einen Fisch bekommen. Einen Fisch? Ja, einen Fisch. Aber einen ganz besonderen. Du musst nämlich wissen, dass wir unsere Nachrichten in Fischen verstecken, die der Händler Halvor im Hafenviertel verteilt. Und das ist noch nie aufgefallen? Nein, die Stadtwache ist bisher zu dämlich gewesen, dahinter zu kommen. Und welche Nachricht hat der Fisch für uns? In dieser Nachricht steht nur, dass wir uns bereithalten sollen. Bereithalten? Wofür? Das werden wir nur früh genug erfahren. Ich gehe aber davon aus, dass wir bald eine weitere Nachricht bekommen werden. Ich hab doch mal so einen stinkenden Zettel aus einem Fisch heraus, vor langer Zeit herausgeprökelt. Gucken wir uns den mal an. Denn seit Ewigkeiten trage ich diesen stinkenden Zettel schon mit mir rum. Da steht nämlich auch, dieser Zettel war in einem Fisch versteckt. Lesen wir mal. So, musste wegen der verdammten Orks untertauchen. Haltet euch erstmal versteckt. Keine Überfälle mehr, bis ich mich wieder melde. Halvor. Also ist auch dieser Zettel von Halvor gewesen. Vielleicht bringt das ja schon was, wenn ich ihn anquake. Nein. Lesen wir mal den Eintrag. Die Diebesgilde, ich würde mal sagen, da unten. So, Nagur teilte mir mit, dass die Diebe Nachrichten erhalten, die in der Händler Halvor versteckt. In Fischen weiterleitet. Die Diebe sollen sich für irgendetwas bereithalten, bis eine weitere Nachricht eingetroffen ist. Ich sollte Wambo hierüber informieren. Okay, dann geht das wieder über Wambo. Das geht um 20 Uhr. Leute, das wird ein Hickhack. Wird das, Leute? Das wird ein Hickhack. Okay, dann geht's jetzt mal raus. Na, obwohl ich könnte hier auch bis 20 Uhr pennen. Um Wambo Bescheid zu sagen. Machen wir mal. Bis zum nächsten Abend. Schlupfi, Schlupfi. So. Machen wir mal die mittelalterliche Taschenlampe an. So, und jetzt geht es erstmal ganz gemütlich wieder nach oben. Ich finde, das ist viel, viel effektiver für die Augen. Und das nicht so zappelig, wenn ich immer so in der Geschwindigkeit da am Rumzappeln bin.
So, jetzt muss ich mal überlegen. Ja, das ist das richtige Tor, wo es zu Wambo geht. Vielleicht kreuzen unsere Wege dann irgendwo. Joa, sag mal, pass mal auf. Ich muss mal immer gucken, ob irgendwer da noch lustige Rezepte hat. Nee, hat leider keine Rezepte mehr für mich. Okay. Ja, wegen Apfelkompott. Ich muss unbedingt einen Äpfelkompott haben. Ich habe so viele Äpfel im Inventar. Da möchte ich noch ganz gerne hier mal so ein paar stärkende Kompotte pürieren. Pürieren, ja. Sag mal gucken, ob Wambo pünktlich ist. Ladies and Gentlemen, where is Wambo number 5? Is he already there? Ist er schon da? Nein, er ist noch nicht da. Der Teleport funktioniert. So, Wambo, dann warte ich mal, bis du hier mal zum Höhleneingang kommst, weil... Ja, von 20 bis 22 Uhr haben wir ja hier einen Gesprächstermin. Ne? Da ist er ja schon. Für den König. Ja, okay, hallöchen. Warte mal. Okay, dann muss ich wahrscheinlich warten, bis er dann drinne ist. Vielleicht wird er da erstmal ausgetriggert. Kann ja sein. Jetzt komm hier, mach mal hin hier. Oh, schneller. So. Stellen wir uns denn hier hin, weil er wird garantiert irgendwo hier am Feuerchen stehen wollen. Schön warm ist. Nicht wahr, liebe Leute? Für den König. Ja, nochmal, das ist immer gut. Okidoki, speichere mal ab. Ja. Was? Ah, es gibt neue Hinweise, da ist es. Es gibt neue Hinweise. Ja? Der Händler Halvor verkauft ganz besondere Fische. Wie meinst du das? Ich will damit sagen, dass sich in diesen Fischen versteckte Nachrichten für die Diebesgilde befinden. Interessant. Jetzt wissen wir endlich, wie sich die Diebe verständigen. Kannst du mir sonst noch etwas sagen? Nee. Ja, die Doch. Diebe sollen sich für einen neuen Auftrag bereithalten und erwarten eine wichtige Nachricht. Gut, dann melde dich, wenn du mehr in Erfahrung gebracht hast. Okay, auch hier wieder immer schön das Logbuch lesen. So, Wambo gab mir den Auftrag, noch mehr über die Aktivitäten der Diebesgilde herauszufinden. Ich sollte die nächsten Tage nochmal mit Nago reden. Die nächsten Tage. Mhm. Das heißt, ist es jetzt irgendwie hier so... Was heißt die nächsten Tage? Nach einem Tag, nach zwei Tagen, nach drei Tagen? Das gilt es wohl für mich selbst herauszufinden. Ja, dann... Schlaf ich doch mal wieder im Untergrund. Aber da werde ich mich dann hinzeppeln. Jawohl. So, jetzt sind wir hier mal eben. Oh, bis zum nächsten Morgen. Nee, das würde ich nicht machen, weil... Das müsste ich dann zweimal machen. Weil das wäre dann ja nur der gleiche Tag. Und so, jetzt haben wir erstmal einen kompletten Tag verstreichen lassen. Ja, vielleicht reicht das ja schon aus. Okay, das sind immer noch die. Rechts oder links? Na gut, sag, was gibt's Neues? Gibt es Neuigkeiten? Ja, gibt es. Geh zu Halvor und sag ihm, dass ich einen ganz besonderen Fisch haben möchte. Vergiss aber nicht, ihm vorher das Zeichen zu zeigen. Sonst misstraut er dir und du bekommst gar nichts von ihm. Schließlich kennt er dich ja nicht. Ich warne dich aber, die Nachricht zu lesen. Wenn es eine ist, die an uns alle gerichtet ist, werde ich dir schon sagen, was drin steht. Uiuiuiui. Hamburger bin auch so. Okay, ich habe nochmal mit Nagor gesprochen. Okay, mit Halvor, da steht jetzt nicht drin. Okay, liebe Leute, dann werde ich mal dann wohl zu Halvor müssen. Hä? Auf dem Marktplatz unten am Hafen.
Hört ihr Bewohner von Korinnes? Ja, ist ja gut. Auf ausdrückliche Anordnung des... Ach Mist, sorry. Ich hab die... Ich denke immer noch, ich hätte meine rechte Maustaste als Springen. Jedes Mal vergesse ich das. So, Dille. Gucken wir mal. Das Halböhrchen. Auch hier gilt es lieber mal abzuspeichern besser. So, jetzt ist es ein bisschen heller geworden, weil mir nämlich aufgefallen ist, ich hatte die letzten Folgen viel zu dunkel aufgenommen. Hatte jetzt den Filter wieder reaktiviert aus irgendwelchen Gründen. So habe ich ihn mal deaktiviert gehabt, aus Gründen. Aber jetzt wollen wir mal den Grund wissen, was der Halbo uns... Ich mache dir ein Angebot. Wenn du silberne Teller oder Kelche hast, ich nehme sie dir für einen guten Preis ab. Ah, das ist das, was mir, glaube ich, Taris erzählt hat. Für einen guten Preis. Aber erst, wenn man in der Diebesgilde ist. So, glaube ich, Alons Worte in meinen Kommentaren. Alter, Silberteller und Silberkelche verkaufen. Nago möchte einen ganz besonderen Tisch. Fisch. Nagua möchte einen ganz besonderen Fisch. Diesmal gibt es sogar zwei. Seltsamer Fisch erhalten. Gibt's noch was Leckeres? Zeig mir deine Ware. Vielleicht hast du ja noch einen Apfelkompott irgendwo. Ich habe ihm schon einiges verkloppt. Nein, kein Apfelkompott. Gucken wir mal nach. Da sind sie schon. Seltsam aussehender Fisch. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Fisch. Sieht aus, als wäre er zugenäht. Verflixt und zugenäht. Jetzt geht's wieder zurück zu Nagur. Da will ich hinspringen. Run zu Nagur. Hä? Ende. Was ist jetzt los? Gucken wir mal nach. Ach, da oben steht ein neuer Eintrag. Ach so, besondere Fische. Völlig vergessen, hier gibt es weniger. Nagur teilte mir mit, die Munition. Halber gab mir zwei Fische für Nagur mit. Was soll ich tun? Soll ich die Fische öffnen und Wambo den Inhalt der Nachrichten mitteilen? Oder soll ich Nagur lieber sofort die Fische bringen? Denn schließlich hat er es mir verboten, die Nachrichten zu lesen. Ich werde mich am besten erstmal mit Wambo beraten. Deswegen. Leute, öfter mal gucken, mal in meine Notizen. Das ist klar. Also wieder rüber zu Wambo. Wambo, für den König. Es gibt wieder neue Hinweise. Ja? Der Händler Halvor hat mir zwei Fische für Nagur gegeben, die versteckte Nachrichten enthalten. Und, hast du die Nachrichten gelesen? Noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es tun soll, da Nagur es mir verboten hat. Die Fische sind zugenäht. Wir könnten zwar die Naht öffnen und wieder schließen, müssen aber dann damit rechnen, dass Nagur etwas merkt. Entscheide du, was wir tun sollen. Tja. Das wird jetzt hakelig. Ich will wissen, was passiert, wenn ich den Brief öffne. Riskieren wir es. Schließlich müssen wir wissen, was die Diebe planen. Gut. Gucken, ich habe mich dazu durchgerungen, die Nachrichten zu lesen. Schließlich könnte es sehr wichtig sein. Das heißt also, ich müsste jetzt die Fische einzeln anlesen oder wie oder was. Die waren ja unter Verschiedenes. Ich bin gespannt. Da. So steht denn jetzt, dass die geöffnet sind? Irgendwas stimmt. Okay. Inzwischen Zettel versteckt. Okay, und da ist auch nochmal ein Zettel versteckt. Stopp, jetzt muss ich erstmal die Zettel suchen, wo die sind. Sind das die hier? Nein, ich suche mal nach. Hier habe ich einen gefunden, da steht Nachricht an Nagur. Hey Nagur, da das Versteck auf der Insel entdeckt worden ist, lagern wir die Beute in der Grotte. Bei Gelegenheit werden wir das Zeug aus Korinne schmuggeln, sobald das Schiff wieder da ist. Die Lage der Schmugglergrotte ist auf der Karte mit einem X markiert. Schick uns jemanden vorbei, wir haben Aufträge. Wayne. Ja, dann gucken wir uns da nochmal an. Was da steht? Nein, da ist es nicht. Da muss ich wahrscheinlich wieder unter Diebesgilde gehen. So, in einem Brief eines gewissen Wayne an Nagur ist von einer Schmugglergrotte die Rede.
Dort haben die Diebe ihre Beute versteckt, nachdem das alte Versteck auf der Diebesinsel, Insel heißt es, entdeckt worden ist. Bei dieser Diebesinsel wird es sich um die Varaninsel handeln, auf der sich Gernot und die anderen aufhalten. Der Ort aber, wo sich die Schmugglergrotte befindet, ist auf der Karte mit einem X eingezeichnet. Okay, dann haben wir das auch. Jetzt gilt es natürlich noch, den anderen Zettel zu suchen und zu lesen. Gucken wir mal. Wie ich es mir dachte, es ist eine Karte der Schmugglergrotte. Ui! Das geheime Tal auf Korinnes. Zum Hafen von Korinnes, zur Stadt Korinnes. Gucken wir uns das mal genauer an. Verlassene Mine am Oase. Eingänge zur Schmugglerhöhle. Okay, muss ich mir nochmal genauer später merken. Auch das haben wir gemacht. Jetzt haben wir uns die Karten bzw. den Zettel uns angeguckt. Was sagt Wambo dazu? Es sind ein Brief und eine Karte. Was steht in dem Brief? Dort ist von einem Schmugglerversteck die Rede, wo die Diebe ihre Beute lagern. Dann nehme ich an, dass die Karte uns die Lage des Schmugglerverstecks zeigt. So ist es. Dann zeig mir mal die Karte. Der Berg der Grotte könnte hinter den Bergen bei Lobertshof zu finden sein. Okay. Aber wie sollen wir jetzt vorgehen? Am besten bringe ich Nago den Brief und die Karte. Und wir warten ab, was weiter geschieht. Einverstanden. Ich könnte die Nachrichten wieder in die Fische vernähen. Was meinst du? Ja, mach mal. Ein Versuch wäre es wert. Vielleicht merkt es Nago ja nicht. Genau. Gut. Dann gib mir noch den Brief und die beiden Fische. Ich werde gleich damit fertig sein. So, das war's. Bring Nagur nun die Fische. Okay. Interessant. Jetzt werde ich mal eine Zwischenspeicherung machen. Und dann lasse ich mich überraschen, wie Nagur jetzt drauf reagiert. Aber erstmal genau gucken hier. Diebesgilde in einem Brief eines Gewissen eingezeichnet. Da muss ich wieder hochscrollen. Besondere Fische. Ich habe Wambo den Inhalt der Briefe mitgesehen, der diese wieder in die Fische vernäht hat. Das ist gut. Ich sollte jetzt zu Nagur. Okay, auf zu Nagur. Oh, ich bin gespannt. Ich habe auch Angst irgendwie. Oh Gott. Hoffentlich merkt er nichts. Denn bevor ich die geöffnet habe, habe ich einen ziemlich weit zurückgehenden Speicherstand gemacht. Da müsste ich dann nochmal. Aber ich drücke die Daumen, dass er es nicht merkt. Ich bringe die Fische. Gut, mal sehen, was es Neues gibt. Ein Brief von Wayne. Wer ist das? Wayne kümmert sich mit seinen Jungs um den Schmuggel. Er liefert uns unverzollte Waren von den anderen Inseln und schafft den Teil der Beute außer Landes, den unsere Hehler auf Korinnes nicht loswerden. Und was für eine Nachricht schickt er? Das sollst du gleich zu hören bekommen. Ich habe nämlich einen neuen Job für dich. Ui. Was soll ich tun? Geh zu der Schmugglergrotte und sprich mit Wayne. Er hat einige Aufträge, die erledigt werden müssen. Das ist deine Chance. Wenn du deine Sache gut machst, könnte der Boss auf dich aufmerksam werden. Also vermassle es nicht. Ich werde mein Bestes geben. Wo ist die Grotte? Der Zugang vom Meer ist in der Regel verschlossen. Es gibt aber einen Eingang in einem Tal, welches hinter den Bergen bei Lobartshof liegt. Klettere die Berge hoch, die gegenüber dem Innosschrein liegen. Du gelangst dann in ein weitläufiges Tal. Im hinteren Teil findest du den Zugang zur Grotte. Gut, hoffentlich verirre ich mich nicht. Wayne hatte im zweiten Fisch eine Karte von dem Gebiet versteckt. Die gebe ich dir, dann wirst du schon klarkommen. Und damit Wayne dir glaubt, dass du von uns kommst, gibst du ihm seinen Brief zurück und nennst unser Kennwort, Cassia. Cassia? Klingt nach einem Frauennamen. Ja, richtig. Cassia war früher mal unsere Anführerin gewesen. Gewesen? Warum jetzt nicht mehr? Weil uns ein mieser Schuft damals verpfiffen hatte und Cassia dabei umgekommen ist. Ach ja, richtig. Aus diesem Grund hält sich unser neuer Anführer lieber im Hintergrund und informiert uns, was bei der Miliz so läuft. Schließlich müssen wir jederzeit damit rechnen, erneut verpfiffen zu werden. Aber bevor das nochmal geschehen kann, machen wir jeden fertig, der uns verdächtig vorkommt. Verstehe. Na schön, da mache ich mich jetzt auf den Weg. Viel Erfolg und lass dich nicht von den Monstern fressen, die es da gibt. Herrlich. Super Anschluss übrigens. Cassia, klar. Ich glaube, die war sogar schwarzhaarig. Ey, ich bin begeistert. Also das ist richtig cool. Das ist jetzt hier neu. Gucken wir nochmal die alten Einträge an. So, ja, das ist klar. Auftrag schon, welches neue Versteck. Aha, hier gibt es noch ein paar
Hinweise. Er gab mir die Karte und wie ich finden, wo sich die Schmugglergrotte befindet, ist auf der Karte mit einem X eingezeichnet. Ich muss hierfür über die Berge klettern, die gegenüber vom Innos-Schrein bei Lobertshof liegen. Das finden wir bestimmt. Dahinter soll es ein weitläufiges Tal geben, wo sich der Zugang zur Grotte befinden soll. In der Schmugglergrotte sollte ich mich an einen gewissen Wayne wenden. Bei so einem geheimen Versteck muss ich damit rechnen, dass man mich angreifen wird, wenn ich dort mit einer Rüstung des Königs erscheine. Ich sollte besser die Kleidung eines Bauern, Jägers oder Bürgers tragen. Guter Hinweis. Dann geht's nochmal hier hoch. Schmuggler versteckt. Ja, das ist das Gleiche. Also augenscheinlich ist das wohl, ja genau, Jäger oder Bürger tragen. Ja, dann ist ja mal wieder interessant. Demnach sind jetzt die seltsamen Fische wohl erledigt. Genau. Glücklicherweise hat er nichts bemerkt. Oh, spannend. Okay, werden wir wieder mal. Also da brauchen wir zu Wambo jetzt wohl nicht gehen. Ich müsste jetzt mal... Weil ja Wambo ja schon weiß, wir haben ja die Fische schon vorher geöffnet, inklusive Brief und Karte. Also werde ich mich jetzt wohl dahin begeben müssen zu Onas Hof, also in die Nähe des Onas Hof. Und ist das irre. Mit einem, gucken, was habe ich denn hier? Leuchtturm, Sternwarte, ansonsten zum Großbauer habe ich, Moment mal, nee, das war nicht Onas Hof. Ich muss nochmal nachlesen, das war nicht Onas Hof. Das war Akil. So, oder? Lobertshof. Lobertshof war es. Lobertshof. Okay, dann werden wir mal zu Lobertshof. Hinjumpen so, ne? In verkürzter Form. Hier befinde ich mich an einer Stelle, wenn wir hier so auf das... auf Corines Stadt gucken, dann gibt es hier nämlich an der Seite vom Felsen, ist mir aufgefallen, da war ich noch überhaupt gar nicht. Da gibt es nämlich außer ein paar Heilpflanzen nämlich noch ein richtiges, schönes Pfund Loot. Ah. Wunderbar. Das ist schön. Das wollte ich nur mal zeigen. Okay, jetzt aber wirklich zu Lobertshof. So, hier sind wir beim Lobertshof. Der mit der Windmühle. Jetzt müssen wir uns orientieren nach der Karte. So, die wäre dann hier. Ist mir aber irgendwie noch nicht so die große Hilfe. Zum Magierturm. Lese ich mal noch den Text genauer durch. Okay. Also, ich muss hierfür über die Berge klettern, die gegenüber vom Innos-Schrein bei Lobertshof liegen. Dahinter soll es ein weitläufiges Tal geben. Tum, 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 tum. Innos-Schrein bei Lobertshof. Ha, du bist cool. Jetzt regnet es erstmal eine Runde. Und ich sehe hier nichts. Innos-Schrein bei Lobertshof. Ja, natürlich. Was fällt rüber? Schön. Was nachgewachsen. Noch mehr fällt rüben. Hallöchen. Auf einmal gibt es hier noch wieder Feld rüben. Okay, ja, noch mehr fällt rüben. Ja, da kann man doch alles noch schön. Golden. Okay, okay, genug Feld drüben. Hier haben wir den Malet. Da war wieder ein unsichtbarer Bock. Und hier ist der Innerschrein irgendwo. Irgendwo am Wegesrand. Muss der doch sein. Ah, ja. Ja. So, aber mit Gold. Ach hier, Leute. Meint ihr den hier? Das war mal einer. Der ist nur umgekippt, ne? Schauen wir mal. Der ist umgekippt. So, gegenüber vom Innos-Schrein. Berge, ist das da? Hm. Muss wohl, ne? Jawohl. Rüstung. Ich habe mich mal umgezogen. Ring der Geschwindigkeit aus und abgezogen. Nee, ausgezogen und wieder angezogen, damit ich hier richtig... ein Giftpfeil habe ich eingelegt. So, gegenüber von der Innos-Statue, die umgefallen ist... Hier hoch. So verstehe ich das. Wo kommt man hier hoch? Ja. Wow. Ich dachte, da ist was. Da krebelt was. Nee, da krebelt nichts. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es hier auch noch weiter ging. Ist das neu, liebe Freunde? Aha. Das ist neu. Okay.
Okay, da gab's noch eine, ne? Okidoki. Gucken, gibt's denn noch hier neue Kräutertjes? Nee. Das ist ja ulkig. Kann mich gar nicht dran erinnern. Oh, da ist noch eine. Okay. Ich kann mich überhaupt nicht an diese Stelle erinnern. Naja, entweder ist es schon so lange her und aus meinen grauen alten Nierenzellen gelöscht worden. Oder... Oder es ist tatsächlich noch ein neuer Zusatz reingekommen. Eieieiei. Hä? Speichern. Okay, hier gibt es bestimmt neue Ebels. Also das ist ja irre. Ah ja, hier kommt... Ah, hier ist die Küste, die wir gesehen haben. Genau. Wow, geht tief runter. Und jetzt sitzt Dickicht da hinten. Oh, jetzt erschrecke ich mich schon von meinem eigenen Schatten hier. Aha, Leute. Ja, auch Goblin-Kriegers. Okay. Schwarzer Goblin, schwarze Goblins. Oh, 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 oh. Wie weit sind die denn weg? Goblin-Häuptling. Versuchen wir, den mal zu treffen. Aus der Entfernung. Läuft wohl nix. Ist das hier eine Goblin-Siedlung oder wie? Okay, ich scheine irgendwo hier. Jetzt, ach du liebes Lieschen. Ja, okay. Die sind alle verschaltet. Wie viel kommen denn auf mich zu? Och, doch, eine ganze Menge. Okay, gehen wir ein bisschen hier auf Feld und Flur. Zack. Zack, 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 zack. Stufe gestiegen. War das jetzt alles? Kommen noch welche? Nee. Weil sie liegen die ja auch hier im Dickicht. Jetzt kann man richtig schön looten. Es waren doch mehrere. Ah, okay. Es gab nicht viel zu holen. Buddlerfleische. Äxte. Ja, man kann hier nur so ein bisschen so wild durch die Gegend klicken. Also mit dem Quick Loot. Was auch wirklich gut ist. Okay. Das wird es wohl sein. Dann gehen wir mal tiefer rein. Oh ja, da sind noch mehrere. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen hier mit der Kamera nach oben. Hier gibt es noch Goblins. Gibt es hier noch was? Goblin-Häuptling ist noch da. Die sind weiter weg. Aha, da sind sie. Okay. Und Kaputtnick. Wow. Okay, hier ist nichts. Jetzt gehe ich mal hier so ein bisschen quer rüber und gucken, ob es hier irgendwie Kräuterloot gibt. Nee, okay. Doch, nein, das sind die anderen Gobos. Die Toten. Also haben wir hier Gobline. Die uns begrüßt hatten. Geht aber nicht. Weil die sind jetzt... Von mir des Todes geweiht worden. Ach, hier gibt es noch mehr totes Fleisch. Gebratenes Fleisch und rohes Fleisch. Totes Fleisch halt eben. Ja, noch ein bisschen Loot. Feuernesselches. Okay, ein abgeknickter Baum. Na. Was war das denn? Da stand eine schwarze Kutte. Da hinten ist die schwarze Kutte. Und es kamen noch weitere Gobos auf mich zu. Oh Mann. Okay, er bleibt da hängen. Gut für mich. Vielleicht kann ich ihn ja... Jawohl. Also Leute, ne. Den Teil finde ich gut. Den finde ich richtig gut. Ach, Lagerfeuer. Ich kann hier Fleisch braten.
So, aber wir hatten ja noch hier irgendwo einen Suchenden gesehen. Da hinten steht eine schon. Okay, lieber speichern. Jawohl, gucken. Renne ich? Ja, ich renne. Gut. So. Wann bemerkt er mich? Jetzt bemerkt er mich. Da ist er. Genau, richtig. Aua. Heiß, heiß, heiß. Okay. Suchen, denn dann war hier noch irgendwo. Genau, richtig. Pilze. Und wo ist der Gobbo hängen geblieben? Ach du liebes bisschen. Pestratte? Leute, das wird übelst hier. Bevor ich weitermache, mache ich lieber Schluss mit dieser Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Aua, wo ist denn der Gobbo, der hängen geblieben ist? Bist du das gewesen? Nein. Da war doch ein Gobbo. Gibt's noch mehr? Oh, hier gibt's Kräuter. Ich bin eine Stufe weiter und das ist richtig gut, liebe Freunde. Ich werde doch nochmal hier an der Stelle Tschüss sagen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, schreibt einen Kommentar und einen Daumen. Tschüss. Ich finde das gut. Herrlich.